Okay, eigentlich sollte es hier um die Geschichte des Pinto-Hunters gehen. Doch schnell stellte sich heraus, dass der Pinto eine Farbbezeichnung ist und sich in vielen Pferderassen wiederfinden lässt. Doch die Abenteuerlust ist zu groß und so starten sie zum Aufbruch ans Meer. Wenn wir Freude am Leben haben, kommen die Glücksmomente von selbst. Moin ihr Lieben, ich hoffe das Video hat euch bis hierhin gefallen. Das ist mit Abstand das aufwendigste Video, was wir bis jetzt gedreht haben, mit den meisten Drehtagen und auch einer ganzen Menge Spaß, weil wir an so vielen verschiedenen Locations waren mit Sammy. Warum wir das Ganze gedreht haben, hat einen ganz einfachen Grund. Und zwar ist jetzt Ostwind Teil 3 im Kino. Und ich muss zugeben, ich finde Ostwind auch ziemlich cool, die Filme. Die sind schön gemacht. Und dieses Mal heißt der Teil Aufbruch nach Ora. Und es geht darum,
dass Mika gucken möchte, wo Ostwind herkommt und mit Ostwind Richtung Spanien reist. Eigentlich war der Plan, dass ich sowas in der Art für den Pinto Hunter mache, doch der Pinto Hunter findet sich in vielen Pferderassen wieder und ist eine Farbbezeichnung, aber das war uns ziemlich egal, denn wir haben uns dann einfach entschieden, wir filmen unseren Weg ans Meer, denn wir hatten mal wieder Lust auf so einen richtig langen Ausritt. Und trotzdem möchte ich euch noch so ein paar Fakten zum Pinto Hunter nennen. Es ist so, dass der Pinto tatsächlich in der Form eines Warmbluts, eines Kaltbluts oder auch eines Ponys vorkommen kann und das Gemüt von sehr feurig bis sehr gemütlich sein kann. Sehr gemütlich ist Sammys Fall. Und auch in der Größe kann das vom Ponystockmaß 1,15 Meter bis 1,70 Meter ungefähr sein. Also ihr seht, der Pinto ist wirklich in allen Pferderassen soweit vertreten, beziehungsweise in den häufigsten Pferderassen. Also einen gescheckten Friesen habe ich noch nicht gesehen. Auch kann der Pinto überall eingesetzt werden, wo eben auch die Zuchtlinie dann gerade stimmt. Also als Fahrpferd, Springpferd, Dressurpferd, Freizeitpferd, Zirkuspferd, wo auch immer man den Pinto einsetzen möchte und er eben seine Qualität hat. Und zur Farbe, es werden alle Plattencheckungen dazu gezählt, also Tubiano, Overo, Sabino oder Tovero. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. Bei den Pintos gibt es auch verschiedene Zuchtverbände und ganz viele Vorschriften, die ich euch jetzt hier nicht aufzähle. Aber ich kann euch erzählen, warum Sammy eben ein Pinto Hunter ist. Und der Pinto Hunter entspricht einer deutschen Pferderasse und muss zu 75% einer deutschen Pferderasse abstammen. Und bei Sammy ist auf der Mutterseite ganz viel Hannoveraner drin und auch Springblut. Und auch auf der Vaterseite ist noch deutsches Reitpferd drin. Und deswegen ist sie als Pinto Hunter eingetragen. Und der Hunter-Typ ist für Western, Sport und Gelände und ist vom Körperbau eben dem Warmblut entsprechend. Das war jetzt eine kleine Zusammenfassung zum Pinto und jetzt möchte ich euch noch den Trailer zeigen von Ostwind, denn der macht schon richtig Lust auf den Film. Halbmenschen entfernt. Die mittleren zwischen den Welten. Wie, wer, was, wo, wie? Davon träume ich. Das ist ein Brandzeichen. Sag dir, wo Ostwind herkommt. Andalusien. Dein Abenteuer wartet. Wohin soll's denn gehen, Chica? Nach Ora. Ora? Das habe ich eine Ewigkeit nicht mehr gehört. Wir warten schon seit einer Woche auf dich. Auf mich? Du bist doch Sonja, oder? Und willst hier mitarbeiten. Genau. Und du bist? Sam. Echt jetzt? Wow. Denkst du auch, was ich denke? Austin. Komm. Ich stell dir seine Familie vor. Spürst du das? Ja. Sonja ist gekommen. Also, die richtige Sonja. Also, ich habe zwei Fragen. Wer ist eigentlich Sonja? Und wer nennt diese Gießkannen-Missgeburt Dusche? Fanny! Hat die Quelle verkauft. Aber Ora ist das Herz. Ohne die Quelle können die Pferde hier nicht leben. Wie konntest du nur? Er hat mir zugesichert, dass alles so bleiben kann. Hast du wirklich gedacht, dass die Pferde bleiben können? Wilde Pferde? Wenn wir das Rennen von Ora wieder veranstalten würden, dann könnten wir Ora retten. Das Rennen von Ora? Das Pferd, das das Rennen von Ora gewinnt, sei die Seele Andalusiens. Das war's dann auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche jedem, der ins Kino geht, ganz viel Spaß. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald bei meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.